Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 142. Wir sind, wie ihr seht, immer noch hier in der Scherbenwelt in Nagrand bei dem Konsortium. Haben in der letzten Folge ein bisschen Rufzeug abgegeben, haben eine neue Waffe bekommen. Müssen aber ein bisschen aufräumen und drei Stück braucht man, haben wir jetzt gelernt. Das kann weg, das kann weg. Und mal gerade gucken, vielleicht können wir uns hier einen Beutel bauen. Schmeißen wir das andere Zeug auf die Bank einfach. Ja, alle Plätze, Taschen, Köcher, Munitionsbeutel leider. Urluft. Gar nicht. Okay. Eine Uhr Luft. Ja, vielleicht kriegen wir das hin. Finde ich allerdings besser als die Federn, weil die Federn sind ja auch wichtig für Ruf. Und natürlich kein Mana. So. Die Frage, wie gut droppen die Luft? Da oben fliegt Luft. Aber wir kommen nicht dran. Wir sind ja kein Ingenieur. Gut. Wir sind im Kampf. Mit wem denn? Nicht mehr. Ich würde sagen, wir porten uns nach Schattrad und gehen mal nach Sturmwind. Gucken wir mal im Auktionshaus, was eine Urluft kostet. Und wir gucken uns an, ob man da was beim Lehrer lernen kann. Schicken direkt mal ein bisschen Post weg. So. Mal gucken, nö, ist eigentlich sonst nichts. So. Ich würde sagen, wir holen uns das noch schnellere Reiten, aber wir haben nicht genug Geld dafür. Schnellere Reiten kostet, ich glaube, 900. Oder 800. Auf jeden Fall reicht es bei weitem nicht. Auf den Aufzug. So. Und abwärts. Dann nach Sturmwind. Ja, da können wir auch auf die Bank mal gucken. Na, dann die Tasche ablegen und dann feilen. Eisenschmiede, Sturmwind. Also ich favorisiere eigentlich immer Sturmwind. Eine Zeit lang war ich gerne in Eisenschmiede, aber lieber Sturmwind. So. Ist wieder ungewohnt. Ich hatte jetzt ein, zwei Tage noch Legion gespielt. Da kann man hier überall fliegen. Und ich habe natürlich auch einen Flugmount. Aber naja, gut. Da macht man nichts dran, wo? Da macht man nichts dran.
So. Was brauchen wir denn? Urluft. Urleben, Urluft, 24 Gold. 25 Gold, 24, das sind 27, ne, nehmen wir so eins mit. Urluft haben wir, dann brauchen wir noch Runenfäden, die holen wir gleich beim Ledermann. So, schnell mal auf die Bank latschen. Upsala. Braucht ihr etwas? Taschkast 10 Gold, ja. Das mache ich aus dem Grund, damit ich einfach die Tasche rüberziehen kann. Zack. Weil wenn ich dann wieder oder wir irgendwann wieder einen Bogen bekommen, dass wir halt einfach nur wechseln können. Die Taschen. Zack, zack. So, schön. Und wir haben, dadurch, dass wir gleich eine neue Tasche haben, dann einen neuen Behälter für Pistolenkugeln. 15% an Geschwindigkeit statt 14, wie die alte Tasche hatte. Was kann ich für euch tun? Kann ich euch helfen? Runenfaden brauchen wir. Nehmen wir doch direkt mal 20 Stück. So. Oh. Der hat 15. Da. Oh, 45 Sekunden braucht es. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, was man nicht alles für neue Sachen tut, ne? Aber gut. Vergleichen, das hat weniger Gesundheit, weniger Angriffskraft um 4 und weniger Krieg. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall. Und es ist größer, ne? 20 Munitionsplätze. Ordentlich einpacken. Können wir sonst noch was Tolles herstellen? Hier können wir eh nichts lernen. Das sind die falschen Lehrer. So. Gehen wir direkt mal zum Jägerlehrer. Da im Zwergendistrikt, da können wir da auch, glaube ich, Munition kaufen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten gleich in der Scherbenwelt. Ja, gut, gleich. Ist untertrieben. Ich sehe nämlich, wir brauchen noch knapp eine Stunde, bis der Ruhestand wieder fertig ist. Ansonsten geht es ja auch über die verwüstete Lande. Na ja, gut. So. Lust auf ein Glas? Speck der Viper. Oh, ich glaube, das war toll. Mit dem Mana? Ja. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut.
Regeneriert Mana. Piu, piu, piu. So. Ja, schön. Das ist ja noch Mana. Zack, auf Aspect Viper. Super. Sichere Ängste, nö. Viper bis, nö. Abgehakt, abgehakt. Feuerbrandfalle nehmen wir mit. Abgehakt, okay. Talente meines Begleiters verloren. Können wir quasi. 70 Knochen, 70, okay. Das wissen, wie sieht's hier aus? Oh, der ist aufgestiegen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Getreu, ja, cool. Will ich große Ausdauer geben? Halten wir dem nochmal ein Target hier. 4900 da jetzt und. Bam, 5200. Schön. Docken war es nicht da. Arkanwiderstand. Wie viel haben wir denn? 60. Arkanwiderstand, Feuerwiderstand, Frostwiderstand. Bringen wir mal die Widerstände, die sind nämlich ganz cool für die Tiere. Können wir noch uns holen? Natürliche Rüstung. Standsangreifer. Nee. Mist. Man sieht sich. Seid auf der Hut. Ah, 10 Silber gehen wir davon aus. So. Zack. Das kann ja nicht knurren, ne? Ach, mir schwach, ey. Oh, nein, er kann. Okay, ist ein Nullpunkt. Das ist gut. Ja, das können wir mal anlassen. Ja, ist doch schon mal schön. So. Es gibt hier auch irgendwo einen Stand für Pfeile, beziehungsweise Schusseisen. Aber, puh. Gedöns. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, im Zwangsdistrikt müsste das doch. Müsste es das doch geben? Aber das Zwangsdistrikt sagt no. Naja, egal. Ja. Mittlerweile hat man ja sogar 3 Ruhesteine. Nein, normal für die Garnison und für Dalaran. Okay. Naja, ne? Was halt hier so?
Magier müsste man manchmal sein, ne? Ups. Was eng schon ist. Aus Erde. Na ja, gut. Nö, nicht wirklich tolle Sachen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Entweder auf dem Weg in die Schabenwelt oder dann in der Schabenwelt in Nagrand. Wie gewohnt. Dann würde ich sagen, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!